Dieser Mann wird der Vergewaltigung für schuldig befunden. Er respektiert Prinz Arthurs Urteil. Arthur, mein Sohn. Sun, meine Königin. Ich sah meinen Tod heute Nacht im Traum. Ein Adler schwebte über mir. Du wirst lernen, dass Menschen machtlos sind gegen den Willen der Götter. Deswegen solltest du heute bei mir sein, am Tage der Vergeltung. Der Verurteilte hat die Gnade der Götter angerufen. Prinz Arthur hat sich ihrem Flehen gebeugt. Er wird ihr Leben verschonen, wenn sie die göttliche Macht des Schwertes, des Heiligen Grals, überwinden können. Mir das Schwert, um Gerechtigkeit zu bringen. Lege deinen Willen in meine Arme. Thank you.
Troll will es. Er wird zurückkehren und dieses Schwert verlangen. Entweder das Schwert oder mein Leben. Aber die Menschen brauchen die Gerechtigkeit mehr als die Götter. Also bedenke, Sun, was auch kommen mag. Dieses Schwert bleibt ein Teil von Arthur. Arthur! Ich erkenne dich, Troll. Hier bin ich. Ich bin bereit. Für mein Volk und meinen eigenen Sohn. Ich verteidige unsere Ehre durch die Kraft meines Schwertes. Nicht töten, Troll. Er hat in seinem Wirken Weisheit gezeigt. Und er hat dich nie gelästert, Troll. Er hat dich immer respektiert. Und er hat versucht, den Aquilern die Gerechtigkeit zu bringen. Das wird dir noch leid tun, Deianira. Dieses Feuer möge dich nun umfangen, so lange, bis ein Sterblicher die Kraft findet, die Flammen zu durchbrechen. Aber an diesem Tag wirst du die göttliche Macht verlieren, die Troll dir schenkte. So bestrafen die Götter deine schändliche Tat. Arme Deianira, noch immer büßt sie für diesen Satz. Sie zahlt einen hohen Preis dafür, dass sie sich einem menschlichen Gefühl hingab. Welcher Sterbliche hätte die Kraft, Trolls Feuer zu überwinden? Er müsste sich durch eine starke Kraft wappnen, mit dem göttlichen Schwert des Heiligen Grals. Dieses Schwert gehört mir. Mein Vater hat es mir vermacht. Nein, Arthur, noch nicht. Grindel hält die beiden Stücke des Schwertes versteckt. Und er wird alles daran setzen, das Vermächtnis Prinz Arthurs zu verhindern. So ist es. Thank you.
Grindel, nicht wahr? Ah, du kennst mich also. Warum hast du dann Angst vor mir? Bin ich so hässlich? Nein. Oder vielleicht gar ekelerregend? Alle Frauen finden unseren Anblick abstoßend. Deshalb haben wir auch keine Kinder. Oh nein, du hättest dich nicht erschrocken, wenn ich so ein stattlicher blonder Prinz gewesen wäre. Besonders, da du ja jetzt eine Witwe bist. Ich bin Sun, Prinzessin der Aquil, Frau des Arthur. Aber nicht mehr lange, schöne Sun, nicht mehr lange. Nun bist du kaum mehr als irgendein Weib. Was willst du von mir? Ich bringe dir das Schwert des Heiligen Grals. Wieso bringst du es mir, hä? Nur du kannst es schmieden und seine Magie zurückbringen. Ich brauche seine Magie nicht. Ich habe meine eigenen Kräfte. Es ist für meinen Sohn. Du sollst es schmieden und bis zu seinem 18. Jahr aufbewahren. Und warum sollte ich das tun, hä? Weil die Vorsehung es so will. Grindel, beklagst du es nicht, kinderlos zu sein? Erziehe ihn wie deinen eigenen Sohn. Aber was ist mit der Zeugung? Die wahre Vaterschaft beginnt mit einem Zeugungsakt, wenn ich mich nicht täusche. Und der ist noch nicht vollzogen. Ich habe doch das Recht, eine Gegenleistung zu verlangen. Aber weißt du, ich verlange eigentlich nie etwas. Was ich haben will, pflege ich mir einfach zu nehmen. Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Ja, hilf mir sterben. Der Tod und die Schönheit sind unzertrennliche Gefährten. Die Witwen verlässt die Schönheit bald. Und das Gesetz erlaubt nicht, dass das Weib eines Prinzen ihren Mann überlebt. Ach, das Gesetz ist blind. Was kümmert mich das Gesetz? Es ist auch das Gesetz meines Herzens. Wie du willst. Aber ich erlaube mir wenigstens, dir deinen Abschied von dieser Welt so angenehm wie möglich zu gestalten. Habe ich auch die richtigen Zutaten genommen? Hä? Nimm diesen Trank und der Tod wird zu dir kommen wie ein süßer Traum. Ich wäre jetzt gern allein mit meinem Sohn. Noch einmal, bevor ich diese Welt verlasse. Ich gehe nun den Weg deines Vaters. Wir werden zusammen auf dich achten. Von jetzt an wird sich der alte Grindel um dich kümmern. Und wenn du das Schwert führen darfst, wird die ganze Welt erstrahlen unter deiner Macht. Nun schlafe, mein Kind. Mein Sohn. Thank you.
Grindel gab ihr keinen todbringenden, sondern einen Liebestrank. Und für diese erschlichene Umarmung verurteilten die Götter deine Mutter zu ewigem Wahnsinn. Grindel, ich töte ihn! Sei versichert, Arthur. Deine Rache ist nicht mehr weit. Also ist meine Mutter nicht tot? Nein. Ohne Ziel streift sie durch Aresea. Verdammt bis in alle Ewigkeit. Sie bewegt sich fern von allen Menschen. Wieso erzählst du mir das alles? Weil du... Du wurdest vom Schicksal für große Taten ausersehen. Du musst zurückkehren zur mittleren Welt. Der Pfad führt in den Osten. Aber niemand kennt ihn. Du musst diesen Weg finden. Führe die Aquila zurück in ihr Land. Keine Sorge. Fahre fort. Ich werde wiederkommen. Du hast wieder geträumt. Immer träumst du bloß und kümmerst dich nicht um deine Arbeit. Deine Netze sind leer. Und? Was soll ich den Geistern nun anbieten? Hier, nimm dies für deine Geister. Sehr gut. Du machst mir Freude, Arthur. Hier, trink das. Es wird dir neue Kraft geben. Ich mag lieber das Wasser aus dem Fluss. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich möchte mein Versprechen schon vorher einlösen. Hier ist das Schwert des Heiligen Grals. Tust, wenn du das richtige Schwert in den Händen hältst. Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, dass man euch Menschen nicht allzu sehr trauen sollte, Arthur. Seit die Menschen in diese Welt gekommen sind, haben sie in unserem Land nichts als Zerstörung, Hass und Dummheiten verbreitet. Ich bin jetzt alt, Arthur. Aber ich weiß nun, was mich erwartet an jenem Tag, an dem ich dir das Schwert des Grals übergeben muss. Yeah.
Rhaenyra! Es war nicht nur ein Trugbild. Ich wollte, dass du dir Rhaenyra in Fleisch und Blut siehst. Ich habe noch nie eine so wunderschöne Frau gesehen. Und sie bleibt gefangen durch Trolls Feuer. Du bist ausersehen unter den Sterblichen zur Überwindung der göttlichen Flammen. Wo ist ihr Gefängnis? Wenn du das Schwert hast, zeig ich dir, wo sie ist. Ich werde dich eines Tages... Komm, erhältst du dein Augenlicht zurück.
furchtbar. Hier, los! Es gibt Arbeit für dich! Auf diese Weise kannst du wenigstens nicht mehr mit Schwertern in der Gegend herumfuchteln. Grendel? Ja. Ja,
stehst du genau in der Mitte. Kennst du dieses Schwert? Es ist das Schwert des Heiligen Grals. Es wird mir helfen, dich an ihrer Qualen zu beenden. Nefele! Halte dein Versprechen! Folge dem Pfad Richtung Osten. Bedenke, Arthur, in jedem Menschen, in jedem Tier, in jeder Pflanze vermag sich Troll zu verbergen. Nicht einmal das Schwert kann etwas ausrichten gegen den Troll. Ich verstehe das jetzt. Was muss ein Mensch tun, um seine Liebe zu befreien? Befreie den Schatz des westlichen Königreichs und opfere ihn den Göttern. Ich bin bereit. Mein Weg endet hier, Arthur. Deiner ist noch lang, aber du musst ihn allein gehen. Und vertraue niemals auf die Hilfe der Götter. Sieh dir an, was von jenen übrig geblieben ist, die versuchten, den Schatz des westlichen Königreichs zu stehlen. Noch ist es Zeit, vor deinem Schicksal zu fliehen. Du weißt, dass das unmöglich ist. Der Janira ist mein Schicksal. Der Schatz ist in der letzten Höhle. Zuerst musst du aber Idir und Erik überwinden. Sie sind schier unbesiegbar. Während der eine mit seinem Schwert angreift, verteidigt der andere mit dem Schild. Aber wenn du es schaffst, sie zu trennen, kannst du sie vielleicht besiegen. Leb wohl, Arthur. Ich weiß, ich werde dich nicht wiedersehen. Aber wer zeigt mir den Weg, der zu Deianira führt? Dein Herz. Und das Leuchten von Trolls Flammengefängnis. Thank you.
Auf mich, Liebste. Bald schon wirst du frei sein. Große und machtvolle Götter, ich opfere euch den größten Schatz des ganzen westlichen Königreichs. Thank you.
Ja, ich bin Arthur. Derselbe Prinz Arthur, den du vor Troll retten wolltest. Und jetzt rette ich dich. Meine Liebe, du wirst nicht länger unter dem Joch der Götter leben. Du wirst leben und sterben wie ein Mensch. Das ist die Rache Trolls. Wir müssen fliehen. Ich mag meine Unsterblichkeit verloren haben, aber ich verfüge noch immer über einige Geheimnisse der Götter. Ist dir klar, dass Troll uns niemals Frieden geben wird? Die Liebe kann von seiner Kraft nicht zerstört werden. Wenn wir die mittlere Welt erreichen, erlischt seine Macht über uns. Dann brauchen wir seine hinterhältigen Streiche nicht länger zu fürchten. Und was ist mit den Streichen der Menschen? Keine Sorge. Diese Bosheiten kann man voraussehen. Thank you.
Ich entscheide, wann das Spiel vorbei ist. Oh, in Ordnung. Das wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Ist klar. Ist klar. Jetzt weiß ich's. Also weiter. Das ist deine Schuld, du Hure. Du bringst nur Unglück. Also los, jetzt geht's weiter. Das ist nicht möglich. Es ist nicht dein Tag. Aber du wolltest ja unbedingt weiterspielen. Tut mir leid, aber kein Geld, kein Spiel. Warte! Ich setze das Mädchen. Sie gehört mir. Ich habe sie bezahlt. Ein gutes Stück. Schau her. Tut mir leid. Ich spiele nur um Geld. Nichts für Ungut, Auge. Du Dreckskerl, nimm die Würfel und spiel! Lass ihn los, Mann! Danke, Freund. Hey, es ist verdammt leicht, damit den Helden zu spielen. Raus hier! Los, raus! Beweg dich! Jedes Mal gibt es Scherereien mit dir, du Hure! Los, raus hier, du dreckige Hure! Es ist nicht ihre Schuld. Nicht ihre Schuld! Sie ist eine Hure, oder nicht? Dir nicht geholfen? Ich konnte nicht. Du hast dich nicht gerührt? Du wirst all das später verstehen. Wer ist das? Das ist Arthur, der Herr der Aquila. Sein Vater, auch er hieß Arthur, führte das große Schwert des göttlichen Grals. Sein Sohn trägt es, um seinem Volk Gerechtigkeit zu bringen und es zurückzuführen in die mittlere Welt. Ich muss ihn besitzen. Hab keine Angst. Warum bist du fortgelaufen? Wieso hast du mich verteidigt? Sie schlugen dich. Das gehört zu meinem Beruf. Du erniedrigst dich selbst. Ich muss dich bezahlen für deine Tat und deswegen bin ich gekommen. Was tust du da? Ich gebe dir das Einzige, was ich habe. Bitte! Bitte. Ich verlange ja gar nichts von dir. Warum erniedrigst du dich selbst? Weil dies der Fluch ist, den die Götter über mich verhängt haben. Was kann man dagegen tun?
Ein Mann muss mich berühren und ansehen. Nicht als eine Frau, sondern als Mutter. Wie ist dein Name? Ich bin Arthur, Prinz der Aquila. Mutter. Du hast es gewusst. Ja, Arthur, ich kenne die Geheimnisse der Götter. Aber jetzt, wo ich ein Mensch bin, darf ich sie niemandem offenbaren. Deine Bestrafung ist zu Ende, Mutter. Du wandelst nun an Vaters Seite. Hinter diesem Sumpf liegt das Königreich des Ostens. Und dort entlang führt der Pfad, den wir suchen. Denkst du, es gibt eine Welt, die von anderen Göttern regiert wird als den unseren? Selbst wenn es diese Welt gäbe, hätten die Götter nur andere Namen. Die Götter sind überall gleich. Sollen wir hier etwas ausruhen? Wir können ruhen, wenn wir hier raus sind. Wovor fürchtest du dich? Sümpfe sind Orte, wo sich die bösen Geister verbergen. Die Spione der Götter. Ich habe keine Angst, Arthur. Ich bin nur nicht gern hier. Weil ich nicht gern belauert werde. Gehen wir. Thank you.
Da seid ihr ja. Ich warte schon auf euch. Das Essen ist fertig. Nun ja, nachdem, was in der Taverne passiert ist, wollte ich nicht undankbar sein. Du siehst nicht aus wie jemand, der seine Schulden bezahlt. Ich musste noch nie Schulden bezahlen. Ich bin doch ein Dreckskerl, wisst ihr nicht mehr? Aber etwas ist wirklich schade. Was? Nun, dass ich euch jetzt nichts mehr zurückzahlen muss. Wir hätten es nie lebend durch den Sumpf geschafft. Das ist es nicht, was ich meine. Es ist nur das... Tja, ich habe jetzt keinen Grund mehr, euch zu verfolgen. Ja, dann hör auf, uns zu verfolgen. Begleite uns, wenn du willst. Aber wo geht ihr denn hin? Richtung Osten. Wieso? Wir wollen den Pfad in die mittlere Welt finden. Das waren Hagens Männer, Soldaten des östlichen Königreichs. Weißt du nicht, dass mich niemand in diesem Raum stören soll? Hagen? Das Gewicht der Nachricht, die ich euch bringe, Euer Majestät, zwingt mich, dieses Gesetz zu verletzen. Das hoffe ich, und zwar für dich. Es geht um Dejanira. Sie ist in euren Händen. Was sagst du da? In wessen Händen? Wenn ihr irgendjemand auch nur ein Haar krümmt, mache ich dich persönlich verantwortlich, Hagen. Wir tun unser Bestes, Eure Majestät. Wo ist sie? Hier. Yeah. Was? Hier? In meinem Schloss? Oh, Hagen, ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Führ mich zu ihr, sofort! Wenn ich mir den Vorschlag erlauben darf, Majestät sollten sich gründlich auf die Begegnung vorbereiten. Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. Ja, ich denke, du hast recht. Was soll ich tun, Hagen? Das sollte für heute genügen. Ich will nicht, dass diese Schreie Dejanira beunruhigen. Warum willst du, dass ich mich so fein mache, hä? Das hast du doch gemeint, oder? Hä? Fürchtest du, dass Dejanira mich nicht liebt? Leider ist es so. Dejanira ist keine gewöhnliche Frau. Es wird nicht einfach sein für euch, ihre Gefühle zu gewinnen. Außerdem... Alles, was ich will, ist sie sehen. Du kannst mich nicht vor ihr verstecken, Hagen. Thank you.
Verstehst du jetzt, warum sogar ein Gott sie zur Frau wollte haben? Ich will, dass alle meine Untertanen bei meiner Hochzeit anwesend sind. Du wirst das jetzt sofort vorbereiten. Es wird alles so sein, wie ihr es wünscht, Majestät. Aber wir sollten uns Zeit lassen. Zuerst müssen wir erreichen, dass sie Arthur vergisst. Das wird nicht leicht sein. Dieser Arthur! Ich hatte doch befohlen, ihn umzubringen! Arthur? Wo ist Arthur? Ihre Majestät, wenn ich mir die Bemerkung erlaube... Gib Acht, was du sagst, Hagen. Und wähle deine Worte genau. Ich stehe nicht in deinem Bann, so wie mein Bruder. Arthur wird der Eure sein, Prinzessin, genauso wie Dejanira des Prinzen ist. Vergiss nicht, Gunther. Bis Arthur nicht mein ist, wirst du diese Dejanira nicht anrühren. Arthur wird alles tun, um Dejanira zurückzuholen. Keine Sorge, er wird bald hier auftauchen. Sehr bald. Und jetzt mit eurer Erlaubnis, es wartet Arbeit auf mich. Sein. Ich sehe nur zwei Wachen. Dejanira! Arthur, mein Liebster, wir wollten ohne euch nicht anfangen. Ihr könnt eure Waffen ablegen. Es war alles ein dummes Missverständnis. Prinz Gunther möchte dir seine Ehre erweisen. Es ist eine große Ehre für meinen Meister, euch, Arthur, den Prinz der Aquilen, in seinem Schloss zu empfangen. Erzählungen von euren Heldentaten sind auch in unser Reich gelangt. Tritt näher, Arthur, und setzt euch an Prinz Gunthers Tisch, damit er euch bewirten kann. Gunthers unglückliche Schwester, die Prinzessin Grimilda, wurde von fremden Mächten entführt. Die Soldaten dachten, sie hätten sie gefunden, als sie Dejanira sahen. Ich kann euch versichern, dass sie bereits für ihren unverzeihlichen Fehler bezahlt haben. Und damit ist der Fall erledigt? Mein Meister ist bereit, euch jeden Wunsch zu erfüllen, der euch hilft, das Missverständnis zu vergessen. Wir könnten Begleitschutz gebrauchen. Ihr seid so bescheiden, wie ihr tapfer seid. Bis zum Abend werden meine Diener alles vorbereitet haben.
Ich brauche sie aber jetzt. Ich wollte den Meister nicht beleidigen. Wir haben noch weit zu gehen. Unter diesen Umständen ist euer Wunsch mir Befehl. Du bist wirklich ein Genie. Wie soll ich dir bloß danken, Hagen? Was dir da eingefallen ist, ist eine brillante Lösung unserer Probleme. Ich bitte euch nur darum, euch weiter dienen zu dürfen, mein Prinz. Ich möchte euch die Last der Regentschaft von den Schultern nehmen, damit ihr euch ganz der schönen Dejanira und eurer Kunst widmen könnt. Ich gewähre dir deinen Wunsch, Hagen. Du weißt, ich habe keinen Sinn für Politik. Und du hast recht, jeder Regent braucht einen versteckten Komplizen. Nicht wahr, Hagen? Eure Majestät. Mein Leben, mein Tod. Was kann man da machen? Das sind die Regeln. Ist er schon lange in deinen Diensten? Ich verstehe nicht. Skjöld hat unser Leben gerettet und seines riskiert, um dich zu befreien. Die Ehre, dir zu dienen, ist wohl Belohnung genug. Das klingt nicht nach dir. Deine Augen sind seltsam kalt. Was ist bloß passiert in Gunthers Schloss? Nichts, nichts, mein Liebster. Ich will nur endlich mit dir allein sein. Ja, aber das ist nicht an uns. Skjöld ist unser Freund. Wir können ihn nicht fortjagen. Das wäre nicht recht. Skjöld? Skjöld! 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 Thank you.
Nein, 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 nein! Vielleicht ist es noch zu früh, mein Prinz. Ihr solltet geduldig sein. Ich würde ja alles für Sie tun. Ich würde mein Leben für Sie aufgeben. Bringt sie sofort zu mir. Bringt sie rein. Lasst sie los! Wieso tust du das mit mir? Warum wolltest du mein Herz durchbohren? Ich brauche keinen Beweis. Es war Hagens Idee, dich zu testen. War es nicht so, Hagen? Hagen hatte recht, denn du bist davongelaufen. Das beweist, dass du mich bei der ersten Gelegenheit betrügen würdest. Deianira, schwöre, dass du es nicht wieder tust. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ich gebe dir sogar meinen Thron. Für ein wenig Liebe. Führt sie weg von hier! Los geht's schon! Nur die Kunst wird nie betrügen. Sieh sie dir an, Hagen. Meine eigenen Werke werden niemals fliehen vor mir. Sie sind immer da, wenn ich sie sehen will. Weil ich sie gemacht habe, darf ich sie berühren, ihnen Liebe geben. Sie lächeln mich an. Auch Deianira wird mich nie verlassen. Dafür sorgst du. Hagen. Irgendetwas hat sich verändert in dir. Heißt das, du liebst mich nicht mehr? Oh, nein, nein. Kann ein Fluss nicht mehr fließen und der Mond nicht mehr scheinen? Dich nicht lieben bedeutet nicht leben. Nicht einmal die Hunde der Hölle könnten dir mein Herz stehlen. Du irrst dich, Arthur. Du bist betrogen. Denn ich habe von Deianira deine Liebe gestohlen. Und wenn es auch nur für eine Nacht ist, du wirst mein sein mit Leib und Seele. Denn von nun an gehörst du mir, Grimilda, Prinzessin des östlichen Königreichs. Sieh mich an, Arthur. Das wirst du büßen. Nein! Das ist sie nicht wert! Lass sie leben. Das ist ihre größte Strafe. Du hast es gewusst. Deianira hätte niemals so schlecht über mich geredet. Wir sollten nicht zögern. Deianira schwebt in Gefahr. Ich denke, dass Deianira nichts zu fürchten hat. Sie wurde aus Liebe entführt. Dann sollten wir uns erst recht beeilen, Skiat. Seid ihr wirklich fest entschlossen, es zu tun, Eure Majestät? Sie wird die meine sein für immer, denn sie kann nicht mehr fliehen vor mir. Und sie wird mir dankbar sein, weil ich ihr mit meinen eigenen Händen ewige Schönheit verleihe. Sie erhält den besonderen Platz, den ihre Schönheit verdient. Also gut, Majestät. Es ist alles vorbereitet.
Sie soll kommen. Lasst uns allein. Was tut ihr denn, ihr Idioten? Ihr solltet sie fesseln. Und jetzt raus hier, und zwar alle. Lass dir diesen Helm abnehmen. Nichts soll die Vollkommenheit deines Gesichts verletzen. Es ist mir nicht möglich, deine Seele zu verewigen, aber das stört mich nicht, denn deine Seele gehört Arthur. Mir bleibt dein Körper. Hab keine Angst, du wirst schön sein. Du wirst mein Meisterwerk. Aber Statuen können nicht sprechen. Ich würde nie mehr antworten auf deine Fragen. Ich weiß es ja selbst. Statuen können nicht sprechen. Ich wollte eine richtige Königin. Du zwingst mich, dies zu tun.
Arthur ist im Schloss. Du wirst mich niemals umbringen. Ich verwandle mich in eine Statue. Ein Kunstwerk. Ein Meisterwerk. Für immer. Nein, nein, nicht auf mich. Nein, bitte nicht.